Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier zugange und haben den Vorort zu Ende aufgebaut und diese Hightech-Industriestadt weiter ausgebaut. Alles dafür, dass wir jetzt in die Hauptstadt springen können und unsere Nachfrage mal überprüfen können. Und dann würde ich sagen, springen wir mal rein. Oh, meine Maus ist gerade irgendwie. Moment. So, jetzt. Springen wir mal rein. Und Lösung des GUID-Konflikts. Biegung von Kurven. Und genau, gucken wir uns jetzt mal die Nachfrage hier an. Ja, genau. Die Nachfrage ist sehr hoch. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich sehr gut. Wir verlieren zwar gerade noch ein bisschen Geld, aber die Skyline ist wieder zum Leben erweckt worden. Das finde ich sehr gut. Frage ist jetzt nur, warum sind die geringe Nachfrage nach Reichen? Hä? Bauen aber gerade wieder Gebäude auf. Das finde ich super. Sie suchen Büros, genau. Ja, guckt mal, es werden immer mehr Gebäude wirklich zum Leben erweckt. Finde ich super. Und da sieht man doch jetzt sehr schön, welche Bereiche noch problematisch sind. Und zwar dieser Bereich hier oben. Genau, dieser Bereich und hier dieser Bereich am Flughafen, wo ich mich auch noch frage, warum. Aber nun gut. So, das kriegen wir alles mit einem Bäumetrick hin. Sollte eigentlich, ne? Ja. Genau, und ja, dann machen wir hier einfach weiter. Wir haben jetzt alle Vorbereitungen hier tatsächlich getroffen, um hier jetzt in der Hauptstadt mal ein bisschen weitermachen zu können. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder mehr Jobs, ne? Irgendwie brauchen wir jetzt wieder mehr Jobs. Aber wartet mal. Bandagenblues, gucken wir uns das mal an. Hier vorne. Direkt neben kaputten Wohngebäuden. Ja, dann würde ich einfach vorschlagen, reißen wir die großen Gebäude mal ab und geben wir denen mal ein weiteres Krankenhaus. So. Alles klar. Dann sollten die jetzt Ruhe geben. Wunderbar. Oh, und hier unten ist natürlich, ne, das sind alles, das sind Wohngebiete. Ja, das sind Wohngebiete. Und die Leute wünschen sich tatsächlich, ja, weitere Gewerbegebiete. Ist das jetzt, weil der Tag anbricht, oder warum werden die Gebäude alle jetzt dunkel? Schaut so aus, ne? Ja, gut. Dann würde ich vorschlagen, geben wir den Leuten noch, was sie wollen. Und zwar neue Gewerbegebiete. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir hier jetzt den Bau einer Monorail anfangen. Liebe Freunde, Monorail haben wir hier. Was ist das? HSR Terminus. Oha! Der ist ein riesen Bahnhof einfach. Genau, das war ja auch noch eine Sache, die ich machen wollte, und zwar eine Monorail. Ja, und die haben wir dann jetzt quasi eingeführt. Mit einer schönen Station hier dran. So und so. Das sind Wohngebiete, ne? Genau, dann können wir hier ja einen Monorail hinziehen. Wo ich mich immer noch frage, warum es sowas hier noch nicht in Deutschland gibt. Aber ist in Ordnung. Ist halt so. Es ist halt hier nicht gewollt, scheinbar, ne? Weil das ist schon sehr futuristisch, eine Monorail. Mag ich. Und genau. Das heißt, ihr könnt dann hier. Wartet mal. Bus- und U-Bahn-Haltestelle. Bushaltestelle haben wir da.
Bus und U-Bahn, Bus und U-Bahn. So. Bus und U-Bahn, Bus und U-Bahn. U-Bahn-Verbindung machen wir natürlich noch, ne? Ist ganz klar. So, wir eröffnen ein neues Gewerbegebiet. Da. Nein, was denn? Was zur Hölle? Ach. Ja, die Formatierung des Ganzen ist manchmal ein bisschen merkwürdig. So. Wunderbar, da kommen sie schon. Schaut euch das an. Da kommen sie schon, ja, ja. Da kommen sie schon. Alles in Ordnung. Yo, schaut euch das an. Mittlere Gewerbegebiete, Dienstleistungen. Nehme ich. Wunderbar. Gut, da wird ja auch die Monowelt schon... Ah, noch 0%. Was wird nicht genutzt, scheinbar? Ja, weil hier... Okay. Okay, die fahren halt woanders zur Arbeit. Ne? Das ist klar. So, jetzt haben wir wieder Wohngebiet da, Frog. Oh Mann. So, wie sieht es denn hier unten mit Polizei und so aus? Ja, das geht noch. So, das sind Büros. Sehr schön. So, Monorail. Haben wir halt frisch eingeführt jetzt, ne? Wow, das sieht schick aus hier. Guckt euch das an. Bankenturm. Richtig geil. Oh Mann. Ich wollte die Aufnahme beenden. Ich wollte speichern, habe aber aus Versehen die Aufnahme beendet. Oh Mann. Alles gut, nichts passiert, Spiel ist nicht abgestürzt. Alles in Ordnung. So. Dann brauchen wir doch jetzt mal wieder ein paar mehr Wohngebiete, ne? Beziehungsweise mehr Leute, die hier einziehen. So. Verdammt. So, genau. Am besten würde ich auch, am liebsten würde ich auch die hier endlich mal haben. Aber naja, gut. So, also irgendwas stimmt hier halt grundlegend nicht. Naja, obwohl. Ja, hier sind halt einige Gebäude, die tatsächlich, ja, was soll ich sagen, nicht funktionieren, warum auch immer. Aber gut, dann würde ich sagen, dann ist das jetzt halt einfach mal so. Oh, 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 und schon ist die Gewerbenachfrage wieder weg. Mach aber hier mal neue Wohngebiete hin trotzdem. So. Damit wir einfach ja, neue Flächen haben. Aber irgendwie zieht hier wieder keiner zu. Hallo, das ist ein bisschen doof. Das ist gerade dezent doof, ja, muss ich sagen. Dass da keiner zuzieht. Was soll denn das? Freunde. So geht das nicht hier. So, wunderbar. So wollte ich das haben. So, machen wir denen nochmal ein paar Parks dahin. Können die auch schön die Monorail nutzen. Die frisch aufgebaute Monorail hier, hallo? Die habe ich extra für euch aufgebaut. Seid nicht so undankbar. Danke. So, wunderbar. Da können wir ja hier wieder die Alleen hochziehen, genau. Und dann hier die Monorail rüberziehen. Sehr schön. So, wunderbar. Ja, mit den Brücken, da müssen wir auch bald mal gucken. Wobei die Brücken, denke ich mal, ein bisschen komplizierter werden. So, Plazas. Tack, 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 tack. Einfach krass, was die Plazas ausmachen. Schaut euch das an, da kommen sie nämlich jetzt. So. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, ja, das Let's Play SimCity 4. Und freue mich natürlich auch, dass ihr wieder am Start seid hier. Ja, freut mich einfach. Weil das hat das Spiel verdient, finde ich.
Diese Aufmerksamkeit hat dieses Spiel definitiv verdient. Und ja, wartet mal, da müssen wir erstmal gucken. Wir haben hier noch was Platz frei. So. Wunderbar, das heißt aber auch, dass wir hier dann. Wir brauchen reiche Leute, ne? Merke ich gerade. Oder wir müssen einfach ein bisschen warten. Das kann natürlich auch sein, ne? Warum verlieren wir so viel Geld? Warum verlieren wir so viel Geld? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Warum sind die verlassen? Geringe Nachfrage. Dann mach die mal weg, die beiden. Nein, nicht das, sondern das hier. So. Dann können da nämlich neue Leute ihr Glück versuchen, genau wie hier auch. So, das gleiche haben wir ja da nochmal daneben, ne? Hey, warum? Geringe Nachfrage. Ah, okay. Ich glaube, wir sitzen jetzt wieder hier an einem Scheitelpunkt. Verdammt, ey. Das heißt, wir müssen wieder die Nachfrage generieren. Oh, nicht schon wieder. Ich hatte jetzt echt mich darauf gefreut, dass wir hier jetzt wieder in der Hauptstadt schön was machen können. Aber scheinbar... Ja doch, die wollen Büros haben, ne? Interessant. Also, ich finde das gerade echt unschlüssig. Was war das denn? Echt unschlüssig, was wir hier machen sollen. Einfach ein bisschen warten? Guck mal die Bildung, bitte. Warum ist die Bildung kacke? Die sind alte... Ah, die brauchen hier eine Bücherei. Okay, dann geben wir denen hier eine Bücherei. Wartet mal. Bildung. Bücherei, zwei Stelle. So. Mittelschicht mag Steuern nicht. Ja, ich habe leider keinen finanziellen Spielraum, euch die Steuern zu senken. Es tut mir leid. Aber viel ist das jetzt auch nicht an Büchern, ne? Aber, ja. Gut, was sollen wir da machen? Boah, riesiges Geschenk hier. Danke. Nein. Hallo. Nein. Ach, ich hasse das. Jetzt reißt doch das Geschenk ab. Warum? Jetzt habe ich trotzdem ein anderes abgerissen, ne? Ich Idiot. Na gut, egal. Mann. Oh, es wird wieder dunkel und wow. Guckt euch mal das hier an. Schack. Ja, das sieht geil aus. Wer sauber will, sein will, muss zahlen. Was? Frohes neues Jahr. Ja, danke. So, haben wir ein Müllproblem vielleicht? Haben wir ein Müllproblem? Nein, wir haben kein Müllproblem. Das schon mal nicht. Dann müssen wir hier wahrscheinlich die Bildung noch mal kurz runter machen, ne? Ja, aber, nee, lass mal. Ich muss die Finanzen beobachten. So. Bäumetrick. Ich hätte gerne, dass die ganzen Gebäude hier alle an sind. Was soll denn das? Kein Plan, ne? Also irgendwie ist hier irgendwas grundlegend kaputt in den neuen Gebieten. Was braucht ihr? Wir verlieren wieder ordentlich Geld. Was ist hier so teuer? Stadtverordnung, wartet mal. Ja, wir haben alle Verordnungen drin, ne? Nee, nicht alle. Atomfreie Zone. Nee, wartet mal. Wir müssen irgendwas hier... Papiermüllreduktion. Energiespaßmaßnahme. So, wir müssen irgendwie wieder an Geld kommen, tatsächlich. What? Gott, was geht hier ab jetzt? Ah, es wird wieder Tag oder was, ne? Ja, okay. Wir kriegen wieder weniger Geld rein. Das ist...
gerade wirklich komisch, doch so Bevölkerung. Ja, das stagniert irgendwie gerade, ne? Das stagniert richtig. Aber ist okay. Stadtverordnung. Müssen wir weiter gucken, was wir hier. Okay, sind wir in Fahrgemeinschaft. So. Weil an der Gesundheit und an der Bildung möchte ich ungern sparen. So, dann Stadtverordnung. Da können wir auch noch mal ein bisschen was einsparen. Pendelverkehr. So, Kosten runter. Oder noch mal. Boah. Also irgendwie haben wir hier tatsächlich ein Problem. Wieder. Wir haben leider wieder ein Problem. Es zieht keiner mehr zu, habe ich das Gefühl. Und wir haben scheinbar doch wieder zu viel Gewerbe dazu gebaut, wa? Wartet mal. Macht mal bitte hier nochmal. Wartet mal. Macht die Monorail bitte erstmal. Ja, ich weiß, jetzt... Mach mal langsam hier. So, Monorail bitte. Da, Monorail-Kreuz. Mach mal bitte Wohngebiete hier. Ich weiß nicht, ich muss mir gerade irgendwie behelfen. Bushaltestelle. U-Bahn-Station. So. Einmal hier. Und einmal hier. So. Dann haben wir immer ein paar Parks hier. Irgendwie Bildung runter. Das ist so krass, diese Diskrepanz. Jetzt fangen wieder alle an zu streiken. Jetzt fangen sie nämlich wieder alle an zu streiken. Das ist doch immer so. So. Gucken wir mal nach einer neuen Monorail-Station für die Leute hier. So. So, ja, also wir verdienen irgendwie nicht so viel Geld. Das ist halt auch ein Problem, ne? Was sind das denn? Die mittlere Wohngebiete, ja. Ein Bäumetrick bringt auch nicht mehr viel, denke ich. Oder bringt der noch was? Ja, okay. Aber, und das hier, was ist das, Mann? So, jetzt, alles klar. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Wachstum an Wohngebieten und an Gewerbe. Das sollte bitte nicht zu viel werden jetzt, den Büros. Oh Gott. Ich sehe schon wieder, die gehen gleich wieder aus. So, das da sind, was sind das für Wohnungen? Reiche. Okay, ja, die brauchen wir ja hier. Hui. Ja, und das wird wieder schwarz. Boah, das sieht geil aus. Schaut euch das an. Stage 13. Boah. Cool, ey. So. Wo geht ihr arbeiten? Hier vorne. Ja, passt doch. Das passt doch. Hier geht überhaupt nicht arbeiten. Warum auch immer. So. Wird jetzt die Monorail genutzt? Ja, jetzt wird sie genutzt. Wunderbar. Okay. Dann machen wir hier noch eine Station für die hin. Eine Monorail-Station. So. Ha, und schon. Wird auch genutzt, das ist gut. Okay. Wow, stylisch hier. Aber okay, ja, wobei, wir haben doch geringe Attraktivität. Okay, das heißt, die wollen hier Parks haben oder was, ne? Dann machen wir denen halt mal ein paar Parks hier hin. Große Grünfläche dann.
Wenn das nicht attraktiv genug ist, dann den können wir ja begegnen. So. Ich habe jetzt hier ein paar Parks hingemacht. Also Leute. Jetzt solltet ihr doch... Boah, dieser ganze Bereich hier, ne? Das ist irgendwie alles... Alles Schrott. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Bulldozer da rein. Gucken wir einfach mal. So. Ich habe jetzt langsam die Geduld da verloren mit. Ganz ehrlich. Ich gehe jetzt mit dem Bulldozer hier durch. Ich mach jedes verlassene Gebäude. Machen wir weg. So. Auch wenn es weh tut. Der große Bulldozer, Freunde. Ihr seht ja, es ändert ja nichts, ne? So, der große Bulldozer muss weitermachen. Hallo? Zwar hier. Es tut mir leid, aber was soll ich machen? Ich habe langsam echt keine andere Handhabe mehr dafür. Mach die Gebäude weg. So. Es tut mir leid, wie gesagt. Aber wir haben gerade irgendein generelles Problem und deswegen... Machen wir jetzt einfach mal alle Gebäude weg, die nicht funktionieren. So. So. Ja, das tut mir selber ja auch weh. Leider, leider. Aber wenn es nicht anders geht, mein Gott. Wir müssen irgendwas... ihr seht's, ne? Die Einwohner bleiben gleich. Und auch die Finanzen bleiben gleich. Also, deswegen lohnt sich das schon, wenn wir das jetzt abreißen, würde ich sagen. So, ich glaube... Ah, okay. Das Neue, das war klar, dass das so wird. Och, Mann. Ja. Haben wir noch zweimal hier stehen, das passt schon. Tja. Gut, Freunde. Dann... Ja, ihr wollt Büros haben, ne? Hier willst du nur was von... Okay. Ich glaube, kann auch gut sein, dass sie hier einfach eine Polizeistation haben wollen. So. Direkt am Flughafen. Oder was ist jetzt hier mit? Oder, ja, wie gesagt. Das ist jetzt auch kaputt. Leider weg damit. Das hier auch weg damit. Muss jetzt wirklich alles wegmachen, was nicht funktioniert. Und das sieht man bei Nacht am besten. Deshalb. So, das hier geht. Hier sehe ich leider wieder einiges, was weg muss. Ja, schade. Aber irgendwas ist hier kaputt. Und ich habe langsam die Geduld mit dieser Stadt verloren. Deswegen tut es mir leid, aber ihr müsst weg. Ja, ich wiederhole mich da, aber... Lehrer drohen mit Streik. Ich reiß auch gerade Gebäude ab. Bumm. Mit dem großen Bulldozer hier. So. Weg damit. Ach, Mann. Transformation der Hauptstadt, sag ich dazu nur. Verdammt interessant. So, rum. Kann auch weg. Ach, verdammt. Okay, dann speicher das mal. Ich meine, der Bereich hier sieht ja geil aus, ne?
Wenn da nicht diese verlassenen Gebäude wären immer dazwischen. Mensch. Hier auch schon wieder. Das gibt's doch nicht. Bald ist die halbe Stadt leer. Na, jetzt bauen sie gerade wieder auf, ne? Arme Wohngebiete. Ah ja, okay. So, außerdem suchen Büros. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Die Grundschule. Ah nein, da müssen wir wieder eine Grundschule nachbauen, ne? So. Okay. Die wollen echt mehr Parks haben, oder was? So. Ja. Witzig, ne? Irgendwie. Aber scheinbar gut. Wenn die so unbedingt Parks haben wollen, dann bauen wir denen halt ein paar Parks hin. Es scheint wirklich ein Problem hier mit den Parks zu sein, ne? So. Oder was? Ja, es scheint echt okay. Verstehe, Freunde. Na gut, dann machen wir den paar Parks da rein. Wo ist hier noch eine freie Fläche? Der Flughafen total verpflastert hier, ey. Schaut euch das an. Hier ist noch eine freie Fläche. Und noch einen großen Park reinmachen. So. Scheint ja das zu sein, was die wollen. Also die wollen scheinbar echt Parks haben hier. So. Dann hier auch nochmal einen. Ja, Runderneuerung, ne? Sag, ist das jetzt der Hauptstadt? So, Sims suchen Büros. War wahrscheinlich die falschen. So. Gut. Einmal kurz speichern. Ich meine, die Hauptstadt ist ja immer noch eine riesen Skyline, ne, wenn ihr euch das mal anguckt. Aber es mussten halt einige Gebäude erstmal weichen. Ja, weil das hier scheinbar irgendwie kaputt ist. Ja, es scheint irgendwie kaputt zu sein. Aber, wie gesagt, das kriegen wir schon irgendwie wieder hin hier. Die wollen, glaube ich, einfach nur mehr Parks haben. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt den Bäume-Trick machen, bringt der nicht viel. Na, ist... Boah, mittleres Wohngebiet, ja. Verschmutzung hoch. Verschmutzung hoch. Luftverschmutzung oder was? Meinen die? Luftverschmutzung. Ja, Luftverschmutzung, okay. Dann können wir da ein paar Parks hin machen. Ja, also so schlimm war das jetzt nicht mit dem mit der Abrissbirne. Ich meine, ihr seht es ja auch, ne? Jobs und Bevölkerung. Ich weiß nicht. War das jetzt... Nee, es hat eigentlich... Eigentlich hat das nicht wirklich was verändert, ne, mit der Abrissbirne. Finde ich gut. Außer, dass die Stadt jetzt generell ein bisschen funktionaler aussieht. Also ein bisschen gesünder aussieht. Ne? Und... Ja... Das da müssen wir noch abreißen, leider. Ansonsten, das hier auch. Ansonsten, das da auch. Wartet mal, da scrollen wir mal ran. So... Und auch das hier. Parks reinmachen. Ansonsten, wie gesagt. So, ja, seht ihr? Ja, die wollen einfach Parks haben, die Leute. Okay, ich verstehe das.
Alles klar. Und wir kriegen auch wieder mehr Geld, seht ihr? Wir kriegen wieder mehr Geld. Hier können wir auch noch mal einen Park reinmachen. So. Moment mal. Warum kommen hier keine Leute? Jetzt. Okay, wunderbar. Sehr gut. Okay. Dann haben wir das jetzt, würde ich sagen, mit dieser Folge. Ich werde jetzt noch kurz die Bildung wieder ein bisschen hochschrauben. Ja, lass das mal so, genau. Sollen wir nochmal einen Bäume-Trick machen? Ja, ich würde das jetzt nochmal versuchen. Die Stadt, die ist jetzt ja funktionell. Also funktioniert. Und ich würde das jetzt nochmal versuchen mit dem Bäume-Trick. Was der auslöst. So. Bäume, Bäume, Bäume. So. Bäume, Bäume, Bäume. Zack, 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 zack. Jo, okay. Viele Geschenke auf jeden Fall. So, ja, Geschenk, Geschenk. Das leider dich. Vielleicht brauche ich leider dich, genau wie das hier. Zack, genau. Jetzt bauen sie da schon wieder dasselbe Gebäude auf, ne, hier. Also das hier. Aber gucken wir mal, wie es sich jetzt entwickelt. Ja. Wir machen einen neuen Versuch. Ah, jetzt geht doch das Geschenk weg. Da. So. So, und dann gucken wir mal, ob das jetzt so bleibt. Oder ob da wieder Gebäude abschmieren. Schmieren doch wieder Gebäude ab. So. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber hey. Einfach ein paar Parks rein. So. Gucken wir mal jetzt, ob das so bleibt. Aber es sieht gut aus. Lass das mal ein bisschen wachsen. Naja, da brauchen wir auch wieder einen Park. Okay. Das heißt, wir müssen hier mehr aufpassen mit Parks und allem. Verstehe. Aber es kommt wieder. Seht ihr das? Es kommt wieder. Die Finanzen kommen wieder. Wunderbar. Aber das heißt, wir können die Bildung wieder voll machen. Sehr schön. Das sieht schon sehr gut aus. Für den Moment, ne? Für den Moment. Ja, für den Moment. Ich hab's ja gesagt. Also, da werden schon ein paar Gebäude wieder schwarz, aber... Ja, sieht wieder besser aus. Hier, das muss leider weg. Es tut mir leid. Hallo? So. Genau. Zwei Parks. Also, die hatten tatsächlich einfach zu wenige Parks. Ach du Scheiße. So wie das aussieht. Okay, ja, gut. Ich meine, da gibt es ja wieder Hoffnung, ne? Dann machen wir jetzt nochmal die Stadtverordnung wieder rein. So. Genau. Dann, was ist jetzt hier schon wieder für ein Problem? Wir wollen auch einen Park, ne? Ja, dann geben wir denen halt einen großen Park. So. Da habt ihr euren Park. Zack, zack, zack. So. Ja, seht ihr. Die wollen einfach Parks haben. So. Wunderbar. Ja, wobei, jetzt geht's wieder runter mit den Einkünften, aber nicht ganz so schlimm. Gut, liebe Leute, da in Betracht dessen, dass wir schon am Folgenende angekommen sind, würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal.
Und ja, bis hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.